Ja, Benni, sag mal was. Hi. Hi. Erstmal herzlich willkommen zum Modernkoi-Blog. Ja, du hast gerade gesagt, du hast dich entschieden, nur noch gute Fische, hochwertige Fische, lieber wenig, aber dann das Beste. Genau, 13 Stück aussortiert. So. Dann dachte ich, jetzt mal. Und du hast einkaufen. Dich für einen der letzten seiner Art entschieden. Ein Deutz, Karaschigoi, eine absolute Rakete. Wir züchten die ja nicht mehr. Ja. Und wir werden die auch auf absehbare Zeit nicht mehr züchten. Das ist wieder so ein Ding, wenn ich auf die paar Kunden hören würde, die gesagt haben, wann kommen die mal wieder? Ich bin ganz geil drauf. Dann würde ich mal kurz sagen, züchte, züchte, züchte. Aber gibt's halt nicht viele. Ja. Aber wenn ich mir dann überlege, dass 30 Kunden kamen und haben einen Wagoi und haben gar nicht nach Deutz gefragt. Jeder 30. ist ein Deutz. Aber das, was man den Kunden ablehnen muss oder sagen muss, man hat's nicht, das bleibt bei mir härter hängen als die, wo es eh selbstverständlich ist. Und darum macht es keinen Sinn. Du hast auch eines dieser S3-Jährig, einen dieser Ausselektierten von Makoto am Schluss. Aber ein absoluter Wahnsinn. Einer, der nahezu perfekt ist. So. Mal die Kamera auf die Hand. Mega Body. Mhm. Voll geile Farbe. Schönes Grün-Gelb. Wirkt aber jetzt nur so im Teich, ist er nachher richtig gelb. Mega. Der Körper ist sensationell, weil Höhe zu Breite, zu Kopfform, gehen wir ein bisschen in die Sonne, Schatz, zu Kopfform ist richtig geil. Seitenlinienbeschuppung ist jetzt nicht, also oben, das sieht man jetzt nicht so, die Beschuppung ist perfekt, gleichmäßig. An der Seitenlinie hat er nicht die voll durchgängige Beschuppung, aber er ist von Farbe und vor allem für Körper voll geil. Kannst du ihn mal messen, wie viel er jetzt hat? Ich glaube mit 75 oder so kam er aus Japan, wenn ich es gerade richtig weiß. Gib mir. Sehr liebevoll. Oder 74, genau. Ja, du musst aber 2 cm zurechnen. Dann waren es doch 75. Das ist auch wieder so eine clevere Messwanne. Ja, also. Die hat der gleiche gebaut, der sich um Umleitungen im Kommunen vermutlich kümmert. Vermutlich. Also die Körperform, ich sag dir, das wird ein Meterteil mit gewaltigem Volumen, weil der Stirnacken, heute Morgen hatte ich es erst mit jemand, dem ich die Stirnacken erklären musste. Wann ist es zu viel, wann ist es zu wenig? Aber wenn der jetzt den Block gerade anschaut, so ist er genau perfekt. Wird er zu hoch, der Stirnacken, dann bleiben sie, also es hat nicht gleich was mit Shortbody zu tun, dann bleiben sie in der Regel etwas kürzer. Also die Gesamtwirkung wirkt dann irgendwann immer lang, aber ein Koi muss immer zwingend lang wirken. Und ist es zu wenig, dann kriegen sie kein Volumen. Auch Schwanzansatz sehr kräftig und auch lang. Ja? Also auch der Schwanzansatz nicht nur kräftig, sondern möglichst auch lang. Und insgesamt die Proportion von dem Koi. Sensationell. Wie gefällt er dir? Kann man lassen. Dafür, dass ich ihn das erste Mal sehe. Nee, Megafisch. Finde ich auch. Richtig cool. So, dann entlassen wir ihn in der Freiheit. Dann kriegst du noch deinen Ginrin-Nanashi zu sehen. So, hier haben wir Nanashi. Und alles, was ich gerade über den Chagoi gesagt habe, wenn man das jetzt auf den Nanashi anwende, könnte man sagen, der ist zu hoch. Ist er aber nicht, weil man muss immer noch die blutlinienspezifischen Dinge berücksichtigen. Und das ist, was viele immer vergessen. Also wir haben natürlich geschuldet den Blocks, jetzt viele, viele Kunden, die kommen zu uns und dann wird der Augenabstand, dann die Augenlinie, Kopflänge, Kopfbreite, dann natürlich der Stirnacken wird begutachtet. Wir haben heute schlechte Bedingungen zum Filmen, dann wird die Körperlinie, dann wird der Schwanzansatz angeguckt, ist der Schwanzansatz dick, lang, hoch, breit, und ich sage Ihnen, man findet an jedem Koi immer irgendwas, und das ist ein ganz entscheidendes Kriterium, was Sie jetzt lernen. Ohne Züchter oder professionellem Händlerwissen können Sie das gar nicht beurteilen, weil der muss Ihnen sagen, was sind die typischen Körperformen. Unsere Shoba sind zum Beispiel alle, bis sie 2-3-jährig sind, nicht alle, aber viele, und gerade die besten wirken oftmals zu kurz gedrungen, hat man so
den Eindruck, das wird ein Shortbody. Ja? Und er wirkt auch ein bisschen so, aber minimal. Aber wir wissen bei den Nanashi, dass genau aus den Koi häufig dann die allerbesten hervorgehen, weil man darf nicht verändern. Ich weiß noch, als ich das erste Mal Blogs in Japan über die Körperform gemacht habe mit ein- und zweijährigen Fischen, dann stand, habe ich mich mit Makoto unterhalten. Choji Konishi stand ein bisschen abseits und dann hat Choji Konishi, bevor ich gedreht habe, hat er gesagt, und das Wichtigste, was du den Leuten sagen musst, die Körperform verändert sich vom ersten bis zum dritten, vierten Lebensjahr massiv. Also das heißt zum einen, dass die Proportion, da sprechen wir vom sogenannten allometrischen Wachstum, dass sich die Körper, die Verhältnismäßigkeiten verschieben. Isometrisch wäre, wenn der jetzt, sagen wir mal, die Proportion Kopf zu Körper, zu Flossen, zu allem, ein Leben lang gleich vom Tosei bis zum großen Fisch gleich bleibt. Aber das ist bei Koi nicht so. Das wäre die Isometrie. Und Allometrie ist, wenn es sich verändert im Laufe des Lebens. Zum einen verändert sich die Körperform. Und zum anderen kann auch ein Koi, der als Tosei, sagen wir mal, ein Körper zeigt, der vielleicht nicht für optimales Wachstum ausgelegt ist, der könnte dann theoretisch als Nisai plötzlich der sein, der die absolut perfekte Körperform zum Wachsen hat. Und ich erkläre es den Leuten auch immer so, wenn ich mir überlege, Makoto, der nimmt immer die 80 bis 100 besten Jumbo Tosai, Karashigoi, bringt sie in den Naturteich, die sind alle plus minus 3-4 Zentimeter gleich groß. Der größte kommt nachher mit 70 Zentimeter raus und der kleinste hat 10-50 cm. Der ist wegen mir nur 5 cm gewachsen, während der am stärksten gewachsene 20 cm gemacht hat. Und das ist Koi und das ist, hat epigenetische Faktoren, hat aber auch ganz normal karpfentypische Faktoren und das ist eben das, was man wissen muss. Aber wir wissen, dass jede Blutlinie bei uns hat seine eigene typische Körperform, aber auch Varietäten, egal bei welchem Züchter sie gezüchtet werden. Sanke zum Beispiel haben ganz andere Körperformen wie Kohaku oder dann auch wieder Showa. Wobei, wenn man dann zu Momotaro geht und sieht, dass die irgendwann mal im Sankes Schwarzwehr gezüchtet haben, um Kohaku zu kriegen, dann passt es da halt auch wieder nicht. Dem Koi hier garantiere ich ein Wachstum über 90 cm und er kann durchaus auch die 100 erreichen. Da Benny nicht weit weg ist, werden wir hier jedes Jahr kommen. Nächstes Jahr, ja, wie im vorangegangenen Blog gesagt, auch wegen dem Pumpenblock. Zum Pumpenblock. Pumpen- und Filter-Finishing-Block. Wie gefällt dir der Nanashi? Übel geil. Also ich bin ein kompletter Nanashi-Fan. Absolut. Und mess mal, wie groß er ist. Aus Japan kam, glaube ich, mit 52. Ja, dann 56, 57 plus 2 sind 59. Ja. Geil. Aber der ist rau. Hm? Der ist rau. Mhm. Sind alle Männchen. Das ist so ein typisches Karashi-Ding, ja? Nee, ist nicht rau. Nee, der ist rau. Der ist nicht wirklich glatt. Das ist so ein typisches Karashi-Ding. Was glaubst du, wie viele E-Mails wir hier schon bekommen haben? Das Weibchen ist ein Männchen, Herr Kammerer. Lassen Sie sich was einfallen. Lassen Sie sich was einfallen, Herr Kammerer. Und ich sag's nur einmal im Guten. So ein schwäbisches Ding, gell? Ja. dann sage ich, schicken Sie mir ein Video, wie da hinten Milch rauskommt. Dann kommt nie wieder eine E-Mail. Nein, ist ja klar, verstehe ich ja. Die Leute wollen ja, wenn sie ein Weibchen kaufen, auch ein Weibchen haben. Aber das ist definitiv eins. Ja, mega Tier. Yep, finde ich auch. Wie er sich vom Orange entwickelt, werden wir sehen. So wäre es jetzt am allergeilsten. Absolut. Du bist auch Kawari-Mono-Fan? Mhm. Ich mag große Fische. Von was für einer Varietät träumst du nächstes Jahr? Ich hätte gerne noch einen Deutsch-Achiba. Mhm. Und mal gucken, was noch aussortiert wird. Vielleicht eine Showa. Mal schauen. Ich glaube, Deutsch-Achiba, also dieses Jahr werden sie wieder gezüchtet. Letztes Jahr wurden sie nicht gezüchtet. Es wird also keine Zweijährigen geben. Umso besser. Aber dreijährig wahrscheinlich, weil Makoto hat ja ungezählte Mengen an Deutsch-Achiba als Elterntiere zurückgehalten. Und da, glaube ich, wird einiges abfallen. So, du darfst die Braut küssen und wunderbar, den Nanashi in die Freiheit entlassen. Er will nicht. Nein, nicht wirklich. So. Perfekt. Vielen Dank, dass wir hier deine Anlage und deine Koi so blocken dürfen.
Mach's gut. Wann musst du wieder arbeiten? Wann ist der Mutterschutz Montag. Vorbei? Montag. Und freust du dich? Ja. Ja? Arbeit ist toll. So. Ciao.